Und dann kommen schon die Tanzgarden, die Rheinsterne und Rheinsternchen der KG Rheinfreunde 1845 e.V. mit ca. 20 Personen für diese Gruppe, die immer wieder das Koblenzer Kinderprinzenpaar begleitet, sind die Laura Novermüller, Lea Rom, Antonia Kretzer und Renate Rom. Die Rheinsterne und Rheinsternchen hier direkt vor uns. Und die haben auch dann ein großes Programm, wenn die mit dem Kinderprinz gehen, der jetzt als nächstes kommt, der schon, wo der Wagen schon ist. Kinderprinzenpaar aus Neuendorf und Wallersheim. Die zwei Vereine wechseln sich ja immer wieder ab. Und das ist eine tolle Sache, dass wir hier in Koblenz das Kinderprinzenpaar haben, dass das möglich gemacht wird. Und jetzt kommen wir zum Kinderprinzenpaar. Prinz Felix und Kinderprinzessin Chantal. Und hier haben wir den Mönenclub aus Neuendorf, Narrentreff der Hutmacher. Verantwortlich für die Gruppe, vorne geht sie, die Steffi Hommen. Und Teilnehmer im Alter von 18 bis 74 Jahren, 20 Personen circa. Und diese wunderschöne Gruppe besteht seit 1979. Und dann, Thorsten, guck mal hier drauf. Briefe von Felix. Da ist bestimmt auch einer für dich dabei, für Dschungelcamp. Nee, der Herr Lestmeister schreibt mir nicht. Ich glaube, der kann nicht schreiben. Das ist der Freundes- und Förderkreis der Willy-Graf-Grundschule aus Koblenz-Neuendorf. Und es wünscht sich jeder, wie groß und klein, er möchte einmal Hase Felix sein. Wunderschöne Fußgruppe mit ca. 30 Personen, besteht seit 1995 und in den Jahren 2000 hatten sie den ersten Platz und 2014 den vierten Platz bei der besten Fußgruppe. Und jetzt kommen wir zur KU St. Peter aus Neuendorf-Wallersheim mit subventioniertem Billigfleisch in Masse. Machen in der EU nur die dicken Schweine Kasse. Das ist das Motto dieses schönen Motivwagens. Verantwortlich für diese Gruppe ist Dominik Duderstedt. Circa 50 Personen hat diese Gruppe, die seit im Jahr 2000 besteht. Und sie hatten 2018 den dritten Platz beim Wagenbau gemacht. Verantwortliche Wagenbauer Lukas Pech und Thomas Krämer, unterstützt von Julian Goldberg, Maximilian Duderstedt, Florian Fischbach, Simon und vielen, vielen anderen. Und die KU bietet jährlich ein 10-tägiges Sommerzeltlager für Kinder und Jugendliche aus den Stadtteilen und dem gesamten Koblenzer Stadtgebiet an. Und auf die KU St. Peter aus Koblenz-Neuendorf, ein dreifach donnergewaltiges Koblenz! KU St. Peter! Jetzt haben wir schon im Bild die KU-Senioren, die katholischen Jungsenioren aus Wagen-Neuendorf. Und das ist auch wieder ein sehr preisverdächtiger Wagen. Die Zeitmaschine, eine Zeitmaschine, mit der wegen der Klimakatastrophe Krieg, Hunger und Elend in der Welt in eine bessere Zukunft gereist werden soll. Doch, oder wieder doch zurück in die Vergangenheit. Eine Zeitreise machen wir. Ist eine freie Gruppierung, die aus der katholischen Jugend von Neuendorf und Wallersheim entstanden ist und nunmehr seit 39 Jahren erfolgreich dem Straßenkarneval verschrieben sind. 50 Teilnehmer und Verantwortlicher Heinz-Peter Geiter bereits seit 37 Jahren. Ein mega schöner Waren. Wunderschöner Waren. Richtig, richtig klasse. Toll. Superwagen. Auf die Kajunsee-Ohren. Ein Dreifach-Donnergewalt ist Koblenz. Kajunsee.
Waschen Neundorf! Und auch im 39. Jahr wieder mit Spaß an der Freude und einem politischen Motivwagen im Koblenzer Romozug dabei. Verantwortlich für die Kostüme Annette Geiter, Martina Goldberg und ihr Team. Regelmäßige Prämierung des Motivwagens, 12-mal den ersten, 13-mal den zweiten und zusätzlich 9-mal den Mechanikpokal. Und ich denke, das wird auch in diesem Jahr wieder mit Sicherheit einen Preis geben, dieser Wagen. Bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, ich komme mit euch. Hier geht die Party ab. Hier haben wir den TV Wallersheim. Diese Gruppe wurde in diesem neu gegründet und ist, diese Gruppe, die jetzt kommt, wie heißen sie denn jetzt? Freundeskreis Johann Eberts. Mit 27 Erwachsenen und 8 Kindern. Als Super Marios gehen sie hier. Lachen, tanzen, dreimal Koblenzolau, das ist unser Glück. Wir wissen es genau. Die Fidele Mädcher aus Waschem. 350 Mitglieder. Und damit sind sie der zweitgrößte Narrenverein. 385 ruft mal in Petrasche zu. Petra Engel, die Obermönd, die eine wunderbare Sitzung immer macht. Herrlich. Wunderbar. Viele Auszeichnungen haben sie bekommen schon beim Warenbau. Erste Vorsitzende Uta Fiedler haben wir gerade gesehen. Hier vorne sehe ich Stefan Otto, auch ein Ex-Prinz aus Koblenz, Gode und Ralf Lobenthal und René Lutherbach sind die verantwortlichen Wagenbauer und sie haben wieder in richtig, richtig schöne Waren gebaut. Drei große Tanzgruppen haben die Fidele Mädchen. Die Showtanzgruppe, Funny Girls and Boys, die Tindergansgruppe, die Möhnentanzgruppe, die Hupfdohlen, die Möhnensitzung, Stuppi-Sitzung, nur für Männer, das machen sie alles. 385 Mitglieder im Alter von 3 bis 67 Jahren und ca. 125, da muss man mal 125 Mitglieder von der Fidele Major sind hier im Zug dabei. Auf die Fidele Major, dreifach Donnergewaltiges. Koblenz! Fidele Major! Koblenz! Herrliche Gruppe, herrliche Gruppe. Haben wir dann eigentlich mal die Frage geklärt, warum so viele Fidele Major Männer sind? Tja. Und, Saran? Frage. Das ist eine gute Frage. Ich habe ja hier mein Mädchen noch dabei. Ah, alles klar. Die Frage bleibt ungeklärt. Als noch die Fidele Major. Wunderbare Fußgruppe. Riesengruppe. Herrlich, herrlich, herrlich. Auf die Fidele Major. In dreifach Donnergewaltiges Koblenz. Fidele Major. Koblenz. So, wir haben jetzt durchgezählt. 121, 22, 23, 24, 125. Hat gestimmt. 125 aktive Fidele Mädchen. Als nächstes steht schon die Kirmesgesellschaft St. Bernhard aus Wallersheim auf meinem Sprechzettel und auch vor mir der Wagen schon zu sehen. Unter dem Motto: Unsere Kinder kennen bald keine Bienen mehr, drum müssen mehr Blumen und Bäume her. Die Gruppe gehört zur Kirmesgesellschaft St. Bernhard Wallersheim, besteht aus 15 bis 20 Personen, die jüngste Teilnehmerin 1,5 Jahre und die älteste 60. Und sie werden nach der Session, das ist eine ganz tolle Sache, werden sie
Bäume spenden, um einen Beitrag getreu ihrem Motto zu leisten. Das ist eine tolle Aktion, die Kirmesgesellschaft St. Bernhard aus Wallersheim wird nach der Session Bäume spenden und sich um sie kümmern, damit die Bienen bald wieder Blumen und Bäume haben. Toll! Auf die Kirmesgesellschaft St. Bernhard, ein Dreifer Donnergewalt ist. Kumulenz! St. Bernhard! Wallersheim! Die Interessengemeinschaft, die Unverbesserlichen, die seit nunmehr über 33 Jahren im kurzen Montagszug dabei sind, aus Wagem-Neuendorf und der Kovalenzer Umgebung, weil Esch-Remagen, Immendorf, all sind sie dabei. Motto, die Wagemer Indianer. Obermön, Häuptling Eva Krott oder Präsidentin, Chefin, wie man doch nennen will, verantwortlich, ebenfalls die Eva. Und da sind im Alter wird nichts verraten. Ja, Alter wird nicht verraten, steht hier. Sind all zwischen 50 und 60. So steht's hier. Ich weiß, jetzt gucken mich hier einige ganz entgeistert an, ne? Ja, da, nee, Alter verraten wir nicht. Die sind all jünger, die sind all jünger. Aber farbenfroh, Indianerkostüme, Spaß an der Freude. Sind immer dabei, 21 Stück sind da. Auf die Unverbesserlichen, Dreifach Donnergewalt ist. Kumulenz! Unverbesserlichen! Kumulenz! Und aus Hunsangen, Hunsangen bei Wehroth, zwischen Herschbach und Hadamar Westerwall, unter dem Dirigenten Heiko Maßmann, kommt hier die nächste Musikgruppe, der Musikverein Hunsangen e.V. seit 1978. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren großen, großen Karnevalsverein. Den Narrenclub aus Wagem, 1986 e.V. Im Frack ganz rot, das steht dir ne NCWler gut. 33 Kinder und Erwachsene sind dabei, die Jugend-Showtanzgruppe und die Gardetanz des NCW. Der jüngste Teilnehmer ist 4, der älteste 44, verantwortlich Brigitte Krämer und Daniela Neber. Und ein Frack in Vereinsfarbe, rot, das NCW-Logo auf dem Arm, ähnelt der einer Uniform. Goldenes Paillettenband rundet den Frack ab. Und ja, eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und 3x11 Jahre ist dieser Verein jetzt jung. Und sie machen auch eine ganz, ganz tolle Showtanzgruppe, haben sie. Und die haben, rocken die Säle hier im Kovalenzer Karneval. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Der NCW aus Wagem. Der Harlekin ist erwacht und feiert 3x11 Wagemer Fasenacht. Der Narrenclub Wagem. 14 Minister darunter, Ex-Prinz Markus vom närrischen Zirkus aus der Session 2013-2014. Und ich habe die Elina hier bei mir. Wagem, wir durften euch ja mit eurer famosen Tanzgruppe 1000 Mal erleben. Jetzt seid ihr hier mit dabei. Höhepunkt? Ja, definitiv der Höhepunkt der Session. Du merkst es an meiner Stimme. Wir hatten gestern Zug in Neuendorf und Wallersheim. Grandios, war ein bisschen windig, aber wir sind ja einiges gewohnt. Und heute ist natürlich klasse, hier zu sein, in der vollen Stadt, hier am Plan. Das ist natürlich wunderbar. Und wenn ihr mal für eine Sitzung ein Highlight braucht, wendet euch an Wagem. Ich kann das nur empfehlen. Yannick, ihr macht alles richtig. Oh, lau auf die Wagemer!